Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute mal ein etwas ungewöhnlicheres Unboxing, denn wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Paket erhalten und es ist keine reguläre Box, wie ich sie euch normalerweise vorstelle, sondern es ist eine Fanpost, mehr oder weniger. Und zwar hat mir einer aus der Community ein Paket zugeschickt und zwar war das in diesem Fall der Checker. Und es gab schon mal ein so ein Video, das war im Juni 2018. Das war bis jetzt das einzige Fanbox-Unboxing, was ich gemacht habe. Und spannenderweise genau vor einem Jahr circa, also Juni 2018, jetzt haben wir Juni 2019, vor ziemlich genau einem Jahr war das. Und nachdem ich jetzt vor kurzem wieder so ein Paket erhalten habe, allerdings von einer anderen Person, habe ich mir gedacht, werde ich auch dieses Mal mit euch teilen. Und er hat mich auch gebeten, entsprechenden Video zu machen von dieser Fanbox. Gut, wir werden mal reinschauen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was sich darin befindet. Ich kenne nur den Absender. Ich habe hier entsprechend den Adresskleber weggemacht. Also seine und meine Adresse ist jetzt nicht mehr zu sehen. Wir haben dann hier noch diverse Sticker so vom Barcode von der Deutschen Post DHL, wie wir hier sehen. Jo, und dann haben wir hier auch noch irgendwelche Sticker. Aber ansonsten ist der Karton klassisch in Braun gehalten. Wir werden das Ganze mal öffnen. Dazu werden wir einfach mal hier einschneiden. Ich bin echt gespannt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier nichts irgendwie Verderbliches oder so drin ist, sonst hätte er mich irgendwie hoffentlich darauf hingewiesen und gemeint, dass das relativ zügig ausgepackt werden sollte. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass hier nichts drin ist. Ah ja, gut, hier ist die Mitte. Ziemlich stabil verpackt. So, aber jetzt. Okay, damit hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet. Was haben wir hier? Boah, es riecht auf jeden Fall schon mal sehr intensiv. Ich glaube, das ist diesem Artikel hier geschuldet. Und zwar ist das hier eine Seife, also so eine Handseife. Okay. Ah ja, okay, und das ist alles hier ein Teil, ein Paket. Gut, weiter ist hier dann nichts mehr zu sehen. Dann packen wir das Ganze mal wieder zu und machen die Box zur Seite. So, wenn ich das richtig verstehe, dann war diese Seife wohl hier drinnen und hat sich dann irgendwie beim Transport ja, gelöst. Die dürfte irgendwie angeklebt worden sein. Die hat sich hier gelöst. Okay, das ist ein Karton. Ich schätze mal, um das Ganze irgendwie zu stabilisieren, so ein Kartonboden, der hier mit einer Serviette beklebt wurde. Okay. So, was haben wir dann hier noch drin? Wir haben hier einmal einen so einen kleinen, nennt sich das Waschlappen, Badelappen, also zum Duschen eben. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann diese Seife. Was haben wir noch? Ein Duschgel und das dürfte wohl ein Deo sein. Und dann haben wir noch zur Verzierung einen kleinen Zweig und hier dann noch so eine Masche in Blau-Weiß. Jawohl, also dann schauen wir uns noch mal kurz im Detail an, was wir jetzt hier. Jetzt wollte ich hier gerade dieses Klebeband ablösen. So. Also, wir haben hier dabei einmal diesen Waschlappen. Also für die Leute, die noch sowas verwenden, die kennen das bestimmt. Was haben wir hier? Frotté. Okay, also das Material. 100% Baumwolle hergestellt für Frotté Weberei GmbH in Steinfurt. Also, da gibt man ja dann die Hand so rein und dann macht man eben Seife oder was auch immer drauf und kann sich dann damit hier so abrubbeln, abduschen. Dann haben wir die Seife und zwar ist das hier eine milde Seife mit natürlichem Feuchtigkeitsspender Glycerin
An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. CD. Ah ja, okay, das ist die Marke. Dann lesen wir hier noch Avocado. Ja, riecht auch entsprechend. Hier haben wir noch die Infos dazu. Also, ich verwende eigentlich meistens Flüssigseife, aber wenn ich jetzt mal so eine feste, so eine Handseife habe, dann werde ich auf jeden Fall auch die verwenden. Dann haben wir eine Flasche Sprühdeo Farman Kickoff 48 Stunden. Erfrischender Duft 0%. Okay, sehr gut. Das ist mir immer wichtig bei Alu. Das ist mir immer wichtig bei Deos, diese 0% Alu, also auch bei meinen Deo-Rollern. Ich verwende hauptsächlich Deo-Roller, dann schaue ich immer drauf, dass die keine Aluminiumsalze drin haben. Okay. Das Ganze ist dann hier zu öffnen. Jawohl. Und hier oben haben wir dann den Sprühknopf. Sehr gut. Und als letzten Inhalt haben wir dann noch dieses Duschgel hier. Und das freut mich besonders, weil das habe ich mir selber schon diverse Male gekauft. Also Fa Kickoff aquatische Minze, erfrischender Duft 2 in 1, Duschgel, Körper und Haar. Ja, riecht genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Sehr erfrischend. Und mit dem habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Sehr schön, dann muss ich jetzt das in Zukunft nicht so schnell wieder nachkaufen. Jetzt habe ich hier noch eine Flasche extra. Vielen Dank. Ja, und ansonsten haben wir dann noch dieses kleine Gewächs hier. Und entsprechend dieser Kartonboden, der hier etwas ramponiert wurde, weil hier wahrscheinlich die Seife festgeklebt war und die sich hier dann im Laufe des Transports gelöst hat. Gut, also das alles gab es in diesem Fanpaket. Man kann mehr oder weniger sagen, es ist so ein Kosmetikpaket mit irgendwelchen Wasch- und Pflegeprodukten. Kann ich auf jeden Fall was damit anfangen? Also ich habe weitaus Schlimmeres befürchtet, weil man weiß ja nie, was die Leute einem schicken. Es kann ja alles Mögliche sein. Aber vielen Dank, dafür habe ich echt Verwendung. Danke dir. Und ja, das war's soweit. Danke nochmal, Checker. Vielen Dank für dieses Pflegeset, für diese Kosmetik oder ja, für diese Pflegeprodukte. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.